So, ich hole mir jetzt Leder. Ich gehe euch jetzt ans Leder, wortwörtlich. Aber stopp. Ich muss wieder zurück. Krasse Mucke, ey. Krasse Mucke. Das ist übrigens die virtuelle Welt-Playlist. Weil ich Minecraft gesucht habe und dann wurde mir die quasi vorgeschlagen. So, ich muss kurz OBS aufmachen, damit ich sehe, dass ich auch noch weiter aufnehme hier. So, hallo. So. Hallöchen. Seid ihr denn schon wieder verwendungsbereit? Ja, ob ihr das seid. So, ich gehe einfach mal durch jeden einzelnen durch hier. Ja, kommt hier haufenweise Kram bei raus, ne? So, wie lange brauchen die Kleinen, bis die groß sind? Stimmt, 20 Minuten, ne? Boah, das sind aber ein Haufen, ey. Soll ich mir jetzt schon Leder holen oder soll ich warten? Dann können wir noch mehr Kühe daraus basteln. Egal. Ich weiß gar nicht, heilen sich Kühe mit der Zeit, oder? So, wie viel Leder haben wir? 10 Leder schon. Ja, 13 Leder wird das mal reichen. So. Haben wir es doch schon wieder geschafft. So, wir machen jetzt mal einen Haufen Sticks. Machen wir uns 8 Ramen, Nudeln. Boah, ne, was? Was? Das Holz hat ja perfekt gereicht. Boah, guck mal, 13 Loks machen 13. Also, pro Lok. Ah, ja, 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 ich sehe schon hier, ne? Ich sehe doch schon, wohin das führt. So, viele fehlen nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Leder. Easy. Wirklich easy. So. Genau, dann würde ich mal anfangen mit dem Thema. Oh, ach ja, ich habe ja keine Loks mehr. Dann würde ich das hier mal da reinpacken. Ein bisschen Holzfarm da oben. Hauptsache, es wird schon wieder Tag. So, die Frage ist jetzt: Trennen wir Loks und alle Erzeugnisse dieses Holzes? Nee. Also ja. Nee. Moment, stopp. Denk nach. Nein, trennen wir nicht. Ich würde tatsächlich sagen, weil es halt so viele Holzarten sind, dass wir für jede Kiste einfach einen Plank reinpacken, damit wir die Farbe erkennen und dann machen wir die Loks da rein und sämtliche Ergebnisse, die dabei rauskommen. Zäune, Zäuntore, Türen, alles. Das wird dann alles in so eine Kiste geschmissen, weil dann, ich meine, ja, ich weiß, es klingt komisch, aber es spart Platz. Es spart einfach Platz. So. So. Wow, ich erkenne sogar, wo ein Baum war. Oh, guck mal. Shortcut. Da ist die Tür. Ja, geht schon wieder los, ein Skelett und so. Aber ich gehe ins Bett. Und wieder da. Oh, es ist so angenehm. Die Musik verändert alles. Die Musik macht diese Welt irgendwie lebendiger. Das klingt jetzt komisch vielleicht, aber das hebt meine Stimmung einfach auch an. Weiß ich nicht. Das. Naja, so schräg schaut nichts aus. So.
Da kommt zum Beispiel Oak rein. Ja, Oak-Setzlinge würde ich jetzt nicht machen. Ich würde die Oak-Setzlinge einfach hier reinpacken. Oder? Nee, trennen wir schon. Ich meine, im Endeffekt können wir so wieder zusammenräumen. Das macht ja dann auch keinen Unterschied. Guck mal, ich muss diesmal nicht auf eine Webseite gucken. Ich mache einfach mein eigenes Speichersystem. Siehst du mal? Kann ich auch. So. Ja. Jetzt haben wir haufenweise Krimskrams. So, hier haben wir Monsterprodukte. Ja, was haben wir denn an Pflanzliches? Wir haben jetzt hier quasi, ach ja, warte mal, wir können ja jetzt den hier machen. So, wir haben Setzlinge, wir haben hier Seeds, wir haben pflanzliche Verwertungsprodukte und pflanzliche Nahrungsverwertungsprodukte. Also quasi die Pflanzensparte in sämtlicher Hinsicht. Ich weiß halt echt nicht, wo ich die... Ich würde halt eine Kiste machen für Farbstoffe einfach. Weil, für was brauchen wir denn so viel Farbstoff, weißt du? By the way, Deep Slate ist einfach eine der schönsten Blöcke, die es gibt. Deep Slate schaut einfach geil aus. Ja, Deep Slate ist großartig. Also auf unserem Mod-Server nutzen wir das tatsächlich. Und ist die Fliege schon wieder durchgeflogen? Diese kleine Kackfliege. Ja, ich eine Fliege mal mächen. schön. Holz. Kohle. Können wir nicht mitnehmen. Kein Platz mehr. Schade. Okay. Wir gucken mal. Was haben wir denn? Ach, guck mal. Treppen. Nehmen wir mit. Halt. Slabs. Knochen. Slabs. So. Zack, zack. Und dann einmal den hier. Und dann haben wir hier Ordnung. Weißt du, so viel Platz wird das nicht brauchen. Jetzt mal ohne Scheiße. Wo ist dieses Skelett? Das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein. Lol, das ist jetzt nicht dann. Nein. Nie im. Nein. Nein. Never ever. Never ever. Wie hoch ist die Chance, dass sowas passiert? Wie hoch ist die Chance, dass ein Baum genau in dem Moment spawnt, in dem ich einen Fall... Ey, das ist... Ey, das glaubt mir keiner. Wenn ich das nur erzählen würde. Ich hab's ja auf Video, das ist ja das Geile. Holy shit. Das wird der Folgentitel. Das Thumbnail zu machen wird schon geil. Alter Finne. Ach, guck mal, pflanzliche Nahrung. Oder machen wir die hier mit rein? Apfel können wir auch nichts machen. Grrr. Rote Beete und so muss da auch noch mit rein. Wir haben nur keine rote Beete, lol. Wo haben wir denn? Warte mal, haben wir nicht Seeds für sowas? Haben wir keine rote Beete? Irgendwo. Die wir halt einfach noch nicht angepflanzt haben. Haben wir das nicht, oder was? Boah, komm, die Kisten müssen ja auch noch geleert werden. Stecken auch noch so voller. Oh Gott. Aber es werden langsam weniger Blöcke, die wir nichts mehr einordnen können. Es wird langsam besser. Doch. Beetroot Seeds, das sind sie doch. Würde ich mal fast sagen, pflanzen wir die doch mal an. Wir machen mal kurz ein extra Feld da hinten. Gell? Hier? Ja. Ach, mal wieder was umgraben, ist auch schon lange her. Ja, wobei, wir haben hier eh keinen Platz mehr, also. Macht das jetzt eigentlich auch wenig Sinn, da jetzt noch irgendwie noch so ein Riesenfeld da noch hinzuballern. So maximal sinnfrei einfach.
Ah ja, das hier muss ich auch mal ändern. Also das kommt dann, wenn die hier alle mal, wenn die hier auch mal umgezogen sind. Das ist so, als würde ich hier, als hätte ich ein Grundstück gekauft und würde quasi den Hof immer wieder erweitern. Weißt du was, ich mache jetzt einfach hier ein Feld hin. Quasi wie das Bier. Ich mache ein Feld hin. Alter, das ist schon echt. Das ist schon mies. Das ist nicht schlecht. Das ist einfach nur miese Qualität an Witz. Eieieiei. So, Farbstoffe. Ich nehme mal den Eimer mit. Das wird ein großartiges Gefühl sein, wenn wir die alle Kisten, die hier noch rumstehen, komplett alle entleert haben. Wenn sie alle weg sind. Alle. Und alle sind so unten im Lager dann. Das neue Endlager. Oh, ich bin letztens ums Kraftwerk mal wieder rumgelaufen, ne? Es wird einfach nie langweilig. Es wird einfach nie langweilig. Das muss ich schon mal sagen. Es ist halt einfach jedes Mal magical. So strahlend habe ich noch nie ausgesehen. Okay, was ist wirklich? Das ist wirklich cool. Wie riesig diese Türme, diese Kühltürme sind. Unbeschreiblich geil. Für mich einfach nicht mal in Worte zu fassen. So. Rote Beete in the making. Tja. Ja, wenn wir so ein grobes Ordnungssystem haben da unten, also hier, dann, ich glaube, dann eignet es sich auch als einfacher, hier sämtliche Sachen aus den Kisten zu nehmen und die hier einzuordnen. Wir brauchen erstmal überhaupt einen Space, wo alles hin kann. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Sorge, dass wir einfach zu viel Platz haben. ganz, 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 ganz schlimm. Ganz schlimm ist es, wirklich. So. Erde. Ich weiß nicht, wo ich weitermachen soll. Was soll ich denn noch machen? Vor allem machen, wo machen wir Rohstoffe? Also, ne? Wo mache ich jetzt was hin? Alter, das ist schwierig. Das ist halt maximal schwierig. Sag mal, Tuff. Ja, hat keinen Sinn. Tuff ist einfach völlig useless. Ich verstehe es auch nicht so ganz. So, Glas ist zum Beispiel noch so ein Thema. Guck mal, Oak. No, Oak-Knopf, Oak-Tür. Oak-Schild. Noch mehr Oak-Schild. Ich habe einfach zwei Scheren. Ich weiß nicht warum, aber ich habe sie. Kann man die reparieren? Nice. Danke Mund für dieses schöne Geräusch beim Öffnen meines Mundes. Hals hat das Geräusch gemacht. Ja, dann machen wir hier Steinprodukte, also diese Ziegel ran. Boah, Clay, ne? Nicht LK, Clay. Brick. Wow, aus Brick kann man wirklich nur die machen? That's it. Okay, wow. Okay, wow. Das scheint ja super erfolgreich zu sein. Okay, ich wollte gerade fast sagen, haben wir eine Sandkiste gemacht? Und dann ist mir eingefallen, ja, das haben wir. Machen wir doch hier so eine Nether-Zeile.
Weißt du was, wir machen hier Monster-Loot rein. Weil die hier ist... Warte mal, dann... Mach ich das raus? Weil dann machen wir hier quasi so eine Item-Sektion einfach. Ja, das heißt... Boah, dieses Lied, ne? Finde ich gerade irgendwie zu traurig, sorry. Da zehrt ein bisschen an der Sentimentalität hier. Muss ich jetzt gerade mal zwangsläufig beenden. So, wir haben Schießpulver. Strings, wir haben Knochen. Oh ja, Spinnenauge, hallo? Guckt euch das mal an, wir haben schon ordentlich was gesammelt aus den paar Kisten jetzt schon. Das kommt ja auch noch mit rein. Pfeile, weiß ich nicht, eigentlich schon, oder? Eine Waffenkiste und eine Rüstungskiste, wenn wir irgendwas bekommen sollten, mal. Na klar, Enderpearls, kommt da auch mit rein, sicher doch. So, Flint. Oh Gott, was, wo kommt ein Flint mit rein? Boah, das schaut aus wie eine optische Täuschung. Seht ihr das? Schaut aus, als ob das glitschen würde, ne? Als würde der quasi... Ja. Ah, das ist ja geil. Das ist ja geil. Gunpowder. Ja, genau. Gunpowder kommt auch noch mit rein. So. Ja, wobei, pass auf. Wir sammeln erstmal so alles Mögliche ein, was wir so haben. Farbstoffe. Jetzt einfach mal so Asien, pack die da rein.